Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within 2 mit Paxis. Ich klinge etwas erkältet, was daran liegt, dass ich auch etwas erkältet bin. Und ich muss noch meinen Timer einschalten. Verdammt nochmal. Jedes Mal oder sehr oft vergesse ich das einfach. Die Routine ist einfach noch nicht wieder drin. Ich muss mehr Videos aufnehmen, merke ich schon. Ja, ich bin etwas erkältet, aber es macht nicht, ist nicht wirklich schlimm. Ich habe hier einen kleinen Tee stehen. Ich wollte trotzdem ein, zwei Aufnahmen machen, also wahrscheinlich mehrere. Das heißt, ihr könnt anhand meines Klanges oder dem Klang meiner Stimme quasi jetzt erkennen, wie viele Aufnahmen ich im erkälteten Zustand gemacht habe, weil das hört man dann ja. Und es war wirklich so, dass, wie ich es gesagt hatte im letzten Folge, dadurch, dass wir nicht speichern konnten, mussten wir an einer anderen Stelle wieder anfangen, wo automatisch gespeichert wurde, das heißt der Beginn des zweiten Kapitels. Dann bin ich hierher gerannt und habe dann erst die Aufnahme gestartet, damit ihr eben ja die Sachen nicht doppelt sehen müsst. Das wäre ein bisschen sinnlos. Aber jetzt machen wir weiter und ich glaube, das ist auch ein gutes Spiel für eine Erkältung, weil da muss man nicht die ganze Zeit reden. Man will ja auch ein bisschen Atmosphäre, man möchte eintauchen in dieses gruselige Szenario. Das möchte ich auch. Ich möchte versuchen, den Charakter hier wieder zu spiegeln. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ich frag mich, was das mit diesen riesengroßen Vorhängen oder was das sein soll zu tun hat oder auf sich hat, die hier überall sind. Und wo genau ist denn die Lichtquelle, die hier dauernd an- und ausgeht? Ich sehe gar keine. Die Lampe ist es nicht. Toll, habt ihr es gesehen? Oben rechts, jetzt wurde gespeichert. Wenn ich das beim letzten Mal gewusst hätte, dann wäre ich natürlich ein bisschen hergegangen. Hätte ich nicht den ganzen Weg doppelt machen müssen. Entdeckung gehen und Deckung verlassen. Leertaste. Halten, Entdeckung gehen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol Abbildung 1 erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. Leertaste halten, okay. Bewegung in Deckung. An Deckung entlang bewegen, Ecken umrunden. Wenn du in der Nähe einer Ecke in der... Mein Gott, ich kann gar nicht mal lesen. Wenn du in der Nähe einer Ecke in Deckung bist, erscheint ein Pfeil. Ich merke auch gerade, dass es hier noch nicht so richtig dunkel ist in meinem Zimmer. Ich hätte mal die Vorhänge besser zuziehen sollen, egal. Wenn du in der Nähe einer Ecke in Deckung bist, erscheint ein Pfeil. Bewege dich mit WSAD in die angezeigte Richtung, um die Ecke zu umrunden, ohne deine Deckung zu verlassen. Okay. Das war's. Dann bin ich mal gespannt. Ja, also wenn er meinen Kopf nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Also, ja, eigentlich müsste er uns doch sehen. Wer zum Teufel war das? Das ist eine gute Frage, wer das war. Das scheint aber der Typ zu sein, der die Leute umbringt und dann in diese komische Zeitschleife da sperrt. Ach so, jetzt verstehe ich's. So sieht das schon viel besser aus. Seht ihr das? Das ist ein Unterschied zu dem hier. Man muss die Leertaste die ganze Zeit gedrückt lassen, wenn man in Deckung bleiben möchte. Und dann macht man Folgendes. Seht ihr das? Das sieht ganz anders aus, was ich gerade gemacht habe. Das sieht schon an, also das sieht schon besser aus und wirklich bessere Deckung, auch wenn der Kopf immer noch ein bisschen rausschaut. Aber komischerweise hat es auch gereicht, einfach nur ganz normal in gedeckter Haltung sich zu bewegen und zu laufen. Sehr lustig, okay. Aber für die Zukunft wissen wir es, es gibt also wirklich eine richtige Deckung, die noch ein bisschen effektiver ist als nur dieses Kriechen. Auch wenn der Kopf dann weiterhin rausgeguckt hat. Äpfel, Granini Smith und die anderen weiß ich nicht. Also die Grünen müssten Granini Smith sein. Wie der Anführer des Teams. Gefangen in der Zeitschleife seines Todes. Hm.
Na, hier sieht's aber heruntergekommen aus. Und hier fehlt auch Boden und eine Wand, aber die Bilder hängen trotzdem dran. Was ist denn hier los? Ah, hier versucht er gar nicht erst, ob es aufgeht, okay. Ich muss einen Weg herausfinden. Jetzt scheinen wir wieder im Eingangsbereich zu sein, also da, wo wir gestartet sind, in diesem Haus, Hotel, Wohnhaus, keine Ahnung, was es sein soll, nur dass es halt jetzt, wie gesagt, viel heruntergekommener und merkwürdiger aussieht. Es scheint die Welt dieses... Das scheint die Welt dieses verrückten Fotografen zu sein. Das hier ist Manuela Roberto. Das ist die Tür, wo diese merkwürdigen, halbhohen Barrikaden standen, über die wir nicht drüber klettern konnten. Mal gucken, ob wir es jetzt aufmachen können und reingehen können. Ja, genau, hier war das. Hier standen diese komischen Barrikaden, wo wir nicht lang gehen konnten. Und jetzt scheinen wir lang gehen zu können, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil das ist ganz viel Blut. Ach, jetzt können wir plötzlich über Hindernisse klettern. Toll. Was? W plus E klettern? Hä? Merkwürdige Kombination. Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Ist das nicht der Typ, den wir gesehen hatten, der Chef? Aha. Das war jetzt also nur da. Also, wir sollten nur hierher gehen, um diese Informationen einzusammeln, wie es aussieht. Dieses Mal können wir das Telefon nicht benutzen, wie es aussieht. Schade. Oh! Da hängen ja Leichen. Und ein Fall einer Uhr, dieses große Gewicht da. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen also wieder nach oben gehen. Wir gehen hier ein bisschen im Kreis, wobei natürlich die Situation sich geändert hat im Vergleich zum letzten Mal, als wir hier waren. Definitiv gruseliger als vorher. Hier sind auch eingepackte Sachen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ob das irgendwelche Körperteile sind. Spiel es ab 18. Bitte nur zugucken, wenn ihr 18 seid. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr auch 18 seid. Danke. Bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, dem Typ zu folgen.
Dieser blöde Pfeil, der uns überall anzeigt, dass wir da an Deckung gehen können, da nervt ein bisschen, muss ich zugeben. Mal gucken, ob man den in die Option ausschalten kann. Ego-Perspektive, unendlich Ausdauermodus, HUD-Anzeigeeinstellungen, Untertitel, Aktionssymbole. Die Anzeige von Anforderungen zum Drücken bestimmter Tasten für interaktive Objekte und QTEs ein- und ausschalten. Das ist es, denke ich. Ja. Nee, ist es nicht, wie man sieht. Wird immer noch angezeigt. Toll. Aktionssymbole, verstehe ich nicht. Tutorial, vielleicht muss man das ausschalten. Entdeckungssymbol. Interaktionssymbole ein- und ausschalten, das könnte halt, wenn man es ausschaltet, könnte das passieren, dass man dann Sachen übersieht. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Hier, Deckungssymbol, na, einwandfrei. Da haben wir's. Sehr gut. Weil ich weiß ja auch so, dass ich bei solchen Sachen halt mich verstecken kann. Ne? Brauche ich also nicht. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da sind wir doch vorhin lang gelaufen. Dieses Bild hat sich doch gerade bewegt, oder? Ich meine, ihr könnt zurückspulen und nochmal gucken, aber ich bin der Meinung, dieses Bild hier, dieses Auge hat sich gerade bewegt. Da, schon wieder, oder? Ja, das... Ja, okay, ja, das... Die Bilder verändern sich also in Augen, die mich beobachten wahrscheinlich. Ich glaube, dieser Fotograf sieht sich als Künstler. Okay, das ist bei vielen Fotografen oder bei allen Fotografen wahrscheinlich so, aber seine Kunst ist die Kunst mit Leichen, wie es aussieht. Also falls das... Nee, das sind Puppen, oder? Oder Menschen, die zu Puppen gemacht wurden? Ich weiß es nicht, weil da unten sind noch Leichenteile und Blut. Oder sollen das Rosenblätter sein, die wie Blut wirken sollen? Das war's, oder wie? Rebirth. Wiedergeburt. Ich muss sagen, diese leicht gebückte Haltung, die er da so einnimmt, die gefällt mir nicht so als Standardlaufgang. Ich weiß auch nicht so richtig, das wirkt merkwürdig. Ja, es sind Rosen. Es sind wirklich Rosen. Es sind Rosen und Rosenblätter. Also hier unten können natürlich trotzdem irgendwelche Leichen mit sein. Ich weiß es nicht. Rosen und Rosenblätter, aber sie müssen auch gar keine Puppen sein, sondern das könnten auch einfach Leichenteile sein, die mit Stacheldraht zusammengehalten werden. Krass. Okay, bei der Tür probiert er noch nicht mal, ob sie aufgeht. Fahrstühle. Okay. Hey, jetzt sind wir von hier sind wir gekommen. Hä? Wieso ist denn die Tür da jetzt auf?
Und so war ich schon die ganze Zeit, aber auf jeden Fall ein Fahrstuhl, der zu gehen scheint. Hallo. Er macht nichts. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, welchen Knopf er gedrückt hat, also auf welche Etage wir jetzt gehen. Haben wir eigentlich schon eine Waffe? Ich weiß gar nicht. Sieht nicht so aus. Wenn ich das richtig sehe, ist unser Pistolenhalfter leer. Ich weiß, wie ich mich ducken kann. Vielleicht sollten wir diese Information dann auch mal irgendwie ausmachen, das stört irgendwie. Aber ich habe gedacht, das wäre nur hier im Anfangsgebiet so und dann würde das von alleine weggehen. Viele erhängte Menschen und ich würde sagen, das sind Frauen. Okay, die ist wohl anscheinend nur aufgespießt. Vor allem nur. Aufgespießt und erhängte Menschen. Ich würde sagen, es sind Frauen. Mit denen ich aber nicht interagieren kann. Ich frage mich halt, sind das jetzt alles echte Menschen gewesen, die in diesem Stem-Ding hier drin waren und dementsprechend umgebracht wurden? Oder sind das nur die Fake-Bewohner, also computergenerierte Bewohner, die umgebracht wurden. Halt. Wo kommt denn die Wand her? Hä, wo bin ich denn gekommen? Okay, ich habe das Gefühl, hier treibt irgendjemand Schindluder mit mir. Hat bei ihr irgendwie den Umhang hochgeweht? Anscheinend, oder? Aber wieso? Man kann sich ausleuchten, es bleibt trotzdem ganz dunkel. Sieht eher aus wie eine Puppe, der Bereich des Hinterns und Oberschenkel. Fotograf war wieder am Werk, wollte wieder irgendwelche perversen Bilder machen. Was hat er denn? Wir haben da jetzt nur ein Bild abbekommen. Es ist besser, wenn er uns direkt umgebracht hätte. Der hat es irgendwie mit Augen zu haben, wie es scheint. Der scheint es irgendwie mit Augen zu haben. So ist es richtig. Immer noch der gleiche Raum und wieder verändert. Ha ha ha!
Ach, du Heimatland, was war das denn für ein krankes Ding? Also ich bin jetzt nicht erschrocken in der Situation, aber ich fand es schon ziemlich dramatisch, wie er uns verfolgt hat. Unfassbar, auch dieses kranke Lachen und dieser Kettensägenarm oder was das gewesen sein soll. Komplett gestört, ey. Sehr, sehr nervenaufreibend und ich habe das Gefühl, dass diese Verfolgungssequenz noch gar nicht vorbei ist, aber trotzdem, genau aus diesem Grund, schön... Verdammt, was zur Hölle ist das? Gute Frage, Sebastian, gute Frage. Aber hier machen wir erstmal einen Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich werde noch eine Folge aufnehmen, weil ich wissen, wie es weitergeht. Auch wenn ich merke, dass meine Stimme ein bisschen angestrengt wird durchs Reden, aber das geht schon. Wie gesagt, ich versuche nicht ganz viel zu reden. Also werde ich in der nächsten Folge auch noch erkältet klingen. In diesem Sinne, Daumen nach oben, abonniert mich, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.